Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Ich habe den Anfang eigentlich schon aufgenommen, mit so, dass man mich sieht. Wegen Unboxing-Ansicht jetzt, aber ich hatte vergessen, mein Mikrofon anzumachen. Das hat über der Kamera, ich werde versuchen zu retten, vielleicht kommt es davor. Wenn es nicht davor gekommen ist, ist das halt der Anfang. Wie wenn, ich habe drei Headsets bekommen von EKSA. Komme leider jetzt erst dazu, die zu testen, weil ihr wisst, ich war eine Weile taub. Ich habe auf beiden Ohren nichts gehört. Wir haben überall 24 Monate Garantie. Wir werden jetzt mit dem anfangen. Und danach werden wir das Gaming-Headset E400 machen für Nintendo Switch, Xbox, Xbox One, PS4, PS5, iPhone, nee, Phone, Entschuldigung, Tablet Device, Mac und Windows XP. XP, wieso XP? Nutzt denn überhaupt nur Windows XP einer? Okay, vielleicht ein Schreibfehler. Und danach kommen wir dann zu dem Star Energy. Aber da die ja alle eine Nummer haben, hier unten steht es klein, das ist das E5000 Pro. Das ist kompatibel mit PS5, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Laptop und Mobildevice. Das ist doch der Karton ziemlich schwer, da bin ich mal gespannt. Aber wir gucken uns jetzt erstmal hier an, was drin ist. Und dann später am PC machen wir noch ein Hardware-Video. Nee, Quatsch, das ist ja für. Das ist ja Headset. Das ist ja für Kopf. Für Handy. Das können wir gleich mit dem Handy machen. So. Wir haben hier die Anleitung E1 User Manual. Wieso E? Achso, doch E1, ja. Dann gucken wir mal rein. Haben wir auch irgendwo Deutsch? Play compatible to. Hier kommt in Chinesisch. Oder Japanisch, ich glaube eher Chinesisch. Vielen Dank. Ah, hier ist der Deutsche. Modell E1. Funkreichweite 10 Meter. Übertragungsfrequenz sind 2402 Schrägstrich, also minus 2480 MHz. Ladestrom 210 Ampere. BT Musikstrom 17 bis 20 Milliampere. Achso, BT heißt Bluetooth. Bluetooth-Anruf. Arbeitsstrom 19 bis 20 Ampere. Lautsprecher 40 mm. 32 Ohm. Mikrofon 42 dB plus 3. Ah, 5 Volt. Soll bis zu 20 Stunden halten im Gespräch. Bei Musik soll es 24 Stunden halten. Das glaube ich eher nicht. Muss ich mal so sagen. Also 24 Stunden. Ich muss mal kurz was trinken. Finde ich ein bisschen lang. Viele Tasten. Naja, also nichts großartig Schlimmes. So. Dann haben wir hier halt praktisch ein Klinkekabel. Hat mein Headset nicht, also mein Handy nicht, kann ich nicht verbinden. Ein USB-C-Kabel zum Laden. Nee, Mini-USB. Nicht USB-C, Entschuldigung. Wir werden es mit Bluetooth verbinden. Werden wir nachher gleich mal testen, aber da gehe ich dann in die andere Ansicht vorher, damit ihr das seht, wie ich es aufhabe und so. Weil sonst seht ihr die ganze Zeit nur den Tisch mit den Papieren drauf und das ist ja auch Kacke. So, und dann gucken wir uns mal das Headset an. Was ich gut finde, ist wieder ein schönes Ledercase mit bei. 24 Monate. Ah, hier haben wir dann auch noch eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer. Da geben sie sich Mühe, also da muss ich echt sagen, das ist volle Kanne.
So, da haben wir hier die Kopfhörer. Ja, sind sehr leicht. Hier so ein bisschen geriffelt. Ich weiß nicht, ob das nur weiß ist oder ob das dann vielleicht auch irgendwann leuchtet, aber ich glaube eher weniger. Hier wird es dann verstellt. Und so kann man es dann einklappen. Dann kann man halt hier auch noch. Ja. Hier auch nochmal zack, zack, so. Und einmal eingepackt. Ja, geht. Ist ein bisschen dünnfindig, aber geht. Beweglich ist auch gut. Leider nicht nach links und rechts. Da haben wir meistens noch so eine kleine Lager, dass man das halt so minimal so machen kann und den Kopf so ein bisschen anpassen kann. Das hat es nicht. Mal gucken, wie sich dann im Tragekomfort schlägt. Das werden wir aber, wenn wir aber anders aufnehmen. Das werden wir dann so aufnehmen, dass ihr mich seht. Hier kommt dann praktisch der Klinkekabel rein. Hier ist der USB. Was nur Mini-USB ist, kein USB-C, was ich sehr schade finde. Hier haben wir dann Plus, Minus, Play und Pause, Power. Haben auch alle einen guten Druckpunkt. Ja, der laut, der fühlt sich ein bisschen, der klackt ein bisschen, der fühlt sich ein bisschen billig an, aber hier sonst. Alle gut zu drücken. Es ist natürlich kein High-End-Gerät, ist klar. Aber ja, im ersten Augenblick macht es einen vernünftigen Eindruck. Auch hier mit Schrauben und so. Sieht auch gut verarbeitet aus. Lass uns mal überraschen. Ich werde das erstmal wieder hier reinpacken. Wir werden gleich in die. Ich muss nur nämlich vorher auf Toilette und gucken alles. Und dann werden wir noch das Hardware-Video machen. Da werden wir dann anschließen. Mache ich dann ein einzelnes Video oder mache ich das zusammen? Das weiß ich noch nicht. Ach, wir machen das alle zusammen. Wir machen eh ein Video. Ist ja auch Quatsch. Der Karton sieht auch okay aus. Also finde ich immer ganz stylisch. Und vor allen Dingen hier schön immer draufstehen. 24 Monate Garantie und so oder Gewährleistung. E-Mail steht. Und da muss ich sagen, da sind sie wirklich transparent. Überall steht die E-Mail von EKSA. Die steht hier auf dem Karton. Die steht in der Anleitung 20 Mal drauf. Die steht hier hinten drauf. Die Telefonnummer steht drauf. Wir haben auf dem Back, also auf der Tasche, ja, selbst da stehen die Daten drauf, wie man sie erreichen kann. E-Mail-Adresse und Telefonnummer und so. Also da könnten sich einige mal wirklich eine Scheibe abschneiden, wo man sagt, oh, wie kann ich die jetzt kontaktieren? Und der Supportbereich funktioniert mal wieder nicht da oder so. Das ist hier ganz anders. So, dann würde ich sagen, wir wechseln mal die Ansicht.